Capcom. RE Engine. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Das ist aber schön. Und damit herzlich willkommen zu Resident Evil 3, der Remake-Demo. Wir starten mal ins Spiel. Bestätigen. Das endgültige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Sie können Ihr Spiel in dieser Demo weder speichern noch laden. Macht nichts, ist ja eine Demo. Neue Plage breitet sich erschreckend schnell aus und hat bereits die gesamte Innenstadt mit wandelnden Leichen gefüllt. Jill wird während eines Fluchtversuchs aus der Stadt mit immensen Schwierigkeiten konfrontiert. Aber in einem ausweglos erscheinenden Moment eilt ihr jemand zu Hilfe. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Sieht unfassbar gut aus. Wahnsinn. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Hallo Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Gut siehst du nicht aus. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Ups. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Ja? Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Hey, schub mich nicht. Ist gut. Okay, dann gehen wir mal hoch zur Straße. Ich muss ehrlich sagen, also... Wir haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Ja, gut. Machen wir einfach ein Graffiti drauf. Nein, das ist so ein Halbspray. Aber Graffiti wäre lustig, wenn ich ihn einfach voll sprühen würde. Ich muss aber sagen, also das Spiel sieht ja mal unfassbar gut aus. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich habe gerade so ein bisschen auf die Haare geachtet. Weil das ja in Spielen meistens immer so noch eine Schwierigkeit ist, so detaillierte Haare hinzubekommen. Aber wow, sehen die hier gut aus, ey. Hammerhart, ne? Party, Party, Party. Naja, hier hängt ein Poster mit Resident Evil 3 Werbung. Das kommt am 3. April 2020, also in wenigen Tagen. Zumindest, wenn man das jetzt hier auf dem Channel aktuell sieht. Kann ich rennen? Ah ja. Ne, kann ich nicht. War nicht rennen. Das war irgendwas anderes. Ich glaube, das war Flucht nach vorne oder so. Komme ich hier nicht lang? Okay. Wie kann man denn rennen? So nicht. Ja, so. Man hat die Steuerung angepasst an neuere Spiele. Finde ich ganz gut. Man kann bestimmt auch die alten Steuerungssettings auswählen. Aber mit den neuen spielt sich bisher eigentlich auch ganz gut. Was liegt denn hier Schönes? Was ist das? Das ist Munition. Huch, das war verkehrt. UBCS Munitionshandbuch. UBCS Munitionshandbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Oh, das kann sein. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn.
Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flintenmunition, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Mag-Munition, zwei hochwertige Schießpulver. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Pistolenmunition. So, nehme ich mit. Einmal ins Inventar damit. Und dann geht's weiter. Hier hängen die gleichen Poster nochmal. Think about the 21st century. Will robots surpass humanity? Science Forum. Astro Crunch. Und Big E. Back home for one night only. Okay, gut. Hier hängen überall die Resi-Poster. Das finde ich sehr geil. Freak Cinema. This year's top film. Sieht cool aus, Poster. Das mag ich. Ist das hier auch? Skullstalker. Skullstalker. Sieht ein bisschen aus wie Terminator, ne? Und das hier links ist auch eindeutig Alien. Ich habe leider keine... Ne, habe ich leider nicht. Ich habe leider keine Taschenlampe oder sowas, oder? Wie haben wir denn eine Taschenlampe? Ich meine, sie hat immerhin eine an der nennt sich das? An der Halterung da. Auf ihrer linken Schulter, sieht man's. Wie kann man die denn anmachen? Gerade in die Optionen, Entschuldigung. Steuerung. Steuerungseinstellung, Waffe, Munition, Waffe, bewegen, sprinten, Kamera, Kamera, interagieren, nachladen, was ist hier los? Die hat da zwar eine Lampe, aber gut. Können wir nicht benutzen. Offenbar. Naja, macht nichts. Dann nicht. Newsstand. Also die Details sehen echt Hammer aus, ne? Wahnsinn. Was ist hier? Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten persönlich des Lambs Museums of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer also war der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Menschensteak, okay. Entschuldigung fürs Vorlesen, ich bin nicht so gut im Vorlesen. Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Ja, das kann sein. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einen der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Es gibt keine nächste Seite. Das ist auch ganz gut so. Was haben wir denn hier Schönes für Zeitschriften? Cash, Four Wheels, Driving, Breaking. Selbst diese Zeitungen haben relativ hohe Auflösungen. Ne? Das ist, ich meine, klar, manche kann man hier so ein bisschen verschwommen, aber ansonsten sieht das echt super aus. Wahnsinn. Hier passiert. Irgendjemand hat hier offensichtlich ein bisschen randaliert. Gibt es hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Warum stehen denn hier auf einmal solche Schränke? Da. Hier gibt's eine Karte. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Und wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Das war jetzt gerade ein bisschen seltsam, weil der Telefonanruf kam auch aus dem Controller bei mir raus. Und das war leicht verzögert gewesen. Zumindest auf dem Kopfhörern war es leicht verzögert. Aber macht nichts. Okay, gehen wir mal nach hier oben. Hier ist eine Kiste, die können wir kaputt machen. Wie kann ich denn aufs Messer wechseln? So. Ah, rotes Kraut. Das ist aber nicht rot. Das ist doch eher lila. Ah ja. Was haben wir hier noch? Schießpulver, sehr schön. Mit Schießpulver zweimal können wir normale Munition herstellen. Hier gibt es noch das grüne Kraut, das ist zum Heilen.
Und nochmal ein grünes Kraut. Wären die jetzt eigentlich auf zwei... Hubbala. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details, sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Ah ja, okay. Gut. Karte. Nein, ich wollte eigentlich aufs Inventar. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl plus kombinieren. Ja, das möchte ich eigentlich jetzt nicht. Ich meine, man könnte das Kraut jetzt miteinander kombinieren, aber das lassen wir mal noch. Obwohl, ich könnte ja die... Kann ich nicht die Knarre mit... Alter, das war die falsche Taste. Ich spiele sie jetzt zum ersten Mal. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen durcheinander hier bin. Bestätigen, kombinieren, vielleicht mit der Pistole? Nein, sie ist voll. Okay. Ich spiele sie jetzt wirklich zum allerersten Mal. Ich habe zwar letztens erst das Original gespielt, aber das Original ist ja doch ein bisschen anders. Also geringfügig. Was haben wir hier? Eine schöne Uhr. Warum steht die hier? Clock Tower Commemoration. Commemoration? Oh, Gesundheit. Was auch immer das heißt. Was ist das denn? Kann ich den da? Gab es, glaube ich, beim vorhergehenden Teil auch schon solche Figuren, die man da einsammeln konnte, ne? UBCS Kräuterfeldhandbuch. Hier bei UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der euer Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, grünes Kraut zweimal. Ultrastarke Mixtur, grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut dreimal. Erste-Hilfe-Spray. Das könnt ihr nicht selber herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Okay, das könnt ihr selber trinken, da bin ich nicht dabei. Ist das hier eine Kiste? Ja, das ist eine Kiste. Und in dieser Kiste befindet sich aktuell nicht sonderlich viel, würde ich mal sagen. Aber man könnte was reintun. Gut. Na dann, gehen wir mal weiter. Gibt's hier irgendwas? Huch! Das wurde jetzt automatisch getriggert. Hey, geh nicht da rein. Die Überlebende müssen die Bahn in Gang kriegen. Oh, ein Zombie. Ein Zombie. Ich würde mal sagen, ich nehme mal die Pistole. Und schieß dem jungen Mann mal ordentlich. Aua! Ich dachte ins Gesicht, nein. Hat er mich gebissen? Miese Sau. Die Steuerung ist sehr, sehr, würde man sagen, in Anführungsstrichen präzise. Nee, also die ist sehr, also das Zielen ist sehr schnell. Guck mal gerade in Optionen, ob ich das noch runterstellen kann. Verlangsamung. Ah. Wir müssen mal so. Und eine Zielhilfe. Kann ich nicht anmachen? Oh, wieso kann ich denn keine Zielhilfe anmachen? Oh. Da ist wohl ein Update installiert worden. Assistiert verfügbar. Ah, okay. Ja, gut. Ich möchte aber nicht assistiert lassen. Also, so, machen wir es mal so. Das sieht so unfassbar gut aus hier alles, ne? Also, wie gesagt, ich habe letztens das Original gespielt. Und beim Original hat man ja immer vorgegebene Kameraperspektiven. Also, die Welt ist ja vorgerendert. Die 3D-Welt ist vorgerendert. Und man bewegt sich einfach nur so durch die animiert, also durch die Screens. Hier rein? Nee. Ich glaube, so sieht es aktuell in unseren Kaufhallen auch aus. Hier gibt es auch kein Klopapier mehr. Nee. Oh, hier hat aber jemand ordentlich hinmenstruiert, würde ich sagen. Hier gibt es noch ein bisschen Munition. Nehmen wir mit. Oh, hier ist ein Zombie um die Ecke. Ja, Zombie-Mann, wo sind Sie denn? Ich möchte Ihnen gerne eine Kugel in den Kopf hineinjagen. Oh. Regelt ihr das von alleine? Esst ihr euch gegenseitig oder wie ist das? Nein? Schade. Aber wenn die nicht immer so hin und her eiern würden, könnte man sie auch mal in den Kopf treffen. Ich habe gehört, also der zweite Teil des Remake soll ja... Boah. Junge! Warte mal. Ich muss mal kurz hier um die Ecke.
Also der zweite Teil soll ja zumindest laut einigen Aussagen etwas einfacher gewesen sein, das Remake. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ich habe es zwar gespielt, ich fand es aber auch gut. Viele haben das ja nicht so toll gefunden. Viele sagen ja auch, dass der erste und der dritte Teil die besten sind. Ich fand den zweiten aber auch ganz gut, also das Remake, gemerkt. Der lebt ja immer noch. Also, naja, bewegt sich immer noch. Leben tut er ja nicht mehr. Oh. Hören Sie jetzt bitte? Nein? Dieses Hin- und Her. Wo kommst du denn her? Boah, hat er mich jetzt verjagt. Hey, tschüss, ich gehe jetzt. Ich verschwende jetzt keine Munition mehr an euch. Oder doch. So, können wir die Tür zumachen? Vielleicht? Wäre das machbar? So, tschüss. Okay, schnelles Ausweichen. Achso. Haha, die Idioten kommen nicht durch die Tür. Tja, Pech gehabt. Hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Sonst war das war jetzt echt Munitionsverschwendung. Oh. Hi. Ihr kommt da nicht durch, hoffentlich, ne? Ihr bleibt da schön drin. Das ist gut. Hier liegt ein etwas beleibterer. Der ist bestimmt auch noch nicht tot. Aber er steckt auf jeden Fall seinen Kopf in die Bodenfliese. Oh ja, gut. Ist auch ein Hobby. So, ich mach mal wieder die Kiste kaputt. Schießpulver. Kombinieren. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Munition zusammengebaut. Ich kombiniere die mal miteinander, damit wir hier ein bisschen was mitnehmen können. So. Dann wechseln wir mal wieder auf die Pistole. Carlos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, muss Ach Mensch, so blöden Updates. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ah ja. So hat man das jetzt hier gemacht. Okay. Weil. Das ist die brennende Gasse. Okay. Man hat es ein bisschen umdesignt. Wir müssen es löschen. Ich schätze mal, also beim Original musste man ja einen Löschschlauch finden. Jetzt ist hier die Preisfrage. Hier gibt es jetzt keinen Löschschlauch. Also ich sehe zumindest nirgendwo einen. Ich habe so die Idee, dass man eventuell auf den Hydranten schießen muss. Probier's einfach mal. Das kann schon passieren. Nichts. Ah, man muss dran gehen. Ah, okay, wir brauchen irgendwie eine Zange oder irgendwie sowas, damit wir den aufbekommen. Beziehungsweise damit wir das Wasser rausbekommen. Ich habe aber noch keine Zange, deswegen muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwo... Sag mal, mach doch mal nicht so ein Terz, Junge. Immer diese Nachbarn, ne? Schrecklich. Ich hab so das Gefühl, irgendwo ist hier diese... Findet ihr das in Ordnung, was ihr da gerade treibt? Ja, wie gut, dass hier ein rotes Fass steht, ne? Finde ich sehr gut. Dann können wir nämlich einmal Boom machen. Und dann hat sich's ausgekeucht. Das ist gut, dass die roten Fässer immer explosiv sind, ne? Das ist sehr gut. Okay, gehen wir mal nach hier unten. Moon's Donuts. Oh. An denen kann man sich bestimmt vorbeischleichen, an diesen Porsches hier. Das sieht so unfassbar gut aus. Sorry, wenn ich das auch nochmal erwähne. Aber es ist ja so. Geh mal hier hoch. Bin mal gespannt, ob wir hier in der Demo auch auf den Nemesis treffen. Beziehungsweise, wir werden wahrscheinlich auf ihn treffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Geh ich mal starten. Oh. Nimm das. Lob, du Kiste. So, wie viele Kräuter habe ich denn jetzt gerade? Ich habe 3 Stück. Die könnten wir doch mal zum Beispiel kombinieren mit diesem roten Kraut. Und schon haben wir ein rot-grün gemischtes Kraut. Ja, stellt die Gesundheit komplett wieder her. Das ist schon mal nicht verkehrt. Für den Fall der Fälle, dass wir hier wahrscheinlich früher oder später eh auf den Sack bekommen. Das ist ja normal. Oh, ich weiß nicht, ob der ganz tot ist. Ich gehe mal außenrum um ihn. Ja, dachte ich mir. Uah, auf Wiedersehen.
Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das noch so umhaut. Aber ja, ich glaube, jetzt brauche ich auch mein Heilkraut. Ach Mann. Na gut, das war Fail. Ich dachte, ich stehe halt so ein bisschen um die Ecke. Weil ich stand ja auch um die Ecke und dass es da nicht hinkommt. Aber offensichtlich... Oh, Schießpulver. Hä? Schießpulver? Der hat doch noch gelebt. Ich hab's gewusst, dass der gelebt hat. Der ist nämlich ein Stück weggerutscht. Ha. Hier ist doch noch ein Schraubenschlüssel. Nimm doch den Schraubenschlüssel mit für diesen blöden Hydranten. Nein? Ach. Das wäre zu naheliegend, ne? Na gut. Macht nichts. Kletter mal hier runter. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, also muss dann doch hier irgendwo noch was sein. Zum Aufsammeln vielleicht? Nimm dann doch mit diesen Schraubenzieher mit. Schraubenschlüssel. Dingens. Hallo? Nein? Doch nicht. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Gut, dann müssen wir wohl unten lang gehen. Irgendwo unten. Hier hinten war nichts weiter, ne? Nee, da war nur die Kiste. Okay. Dann schauen wir mal. Da sind wieder die Hoshis. Ah, hier ist eine Tür. Kommen wir da rein? Oh ja. Hier ist ein Safe. Warte mal. Reine Vorsichtsmaßnahme. Wir brauchen hier eine Kombination. Ich habe leider noch keine Kombination. Die muss ich erst finden. Tagebuch des Drogeriebesitzers. Ein Drogeriebesitzer. Wir sind in einer Drogerie. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Wie gesagt, Entschuldigung, ich bin nicht so gut im Vorlesen. Ich übe aber. Allerdings machen diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht mal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Cure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Ja, du bist aber trotzdem prasselig, dass du das hier reinschreibst. Weil ich bin ja kein normaler Dieb. Ich bin ja immerhin, ich bin eine richtige Lady. Also, nein. Ich bin ja Jill. Jill Valentine. Und Jill kennt sich mit sowas aus. Oh, hallo, werter Herr. Ihre Jacke klippt ein wenig, beziehungsweise ihr Hemd klippt durch die Jacke. Ist das gewollt? Oh, was? Bleiben Sie jetzt bitte liegen? Dachte ich es mir doch. Kam nämlich kein Blut raus aus dem Kollegen. Kommt jetzt Blut raus? Hallo? Also früher kam immer Blut nochmal raus. Da haben die dann nochmal... eine schöne Blutlache verursacht. Macht man heutzutage nicht mehr. Ja gut, spart Ressourcen, ne? Ist okay. So, gehen wir mal durch die Tür. Hier liegt nochmal Munition, sehr schön. Aber wie gesagt, das sieht halt echt unfassbar gut aus. Ich glaube aber irgendwie... Moment, ich muss nochmal gerade in die Optionen schauen. Zeige. HDR-Modus ist aus. Die Helligkeit. Muss ich mal ein Stück weiter runterdrehen. Das Muster gerade so sichtbar ist. Also in die Richtung. So. Gerade so sichtbar ist. So. Weil es irgendwie... Huch. Linken Seite verschwindet. Ja, machen wir so. Entschuldigung, dass ich hier nochmal die Einstellung gerade machen musste, aber es war irgendwie so ein bisschen... Es war so ein bisschen zu hell. Ja, das sieht schon besser aus. Es war einfach zu hell. Ach, jetzt bin ich hier oben. Und da ist nochmal eine schöne rote Tonne. Ach ne, hier war ich noch gar nicht, oder? Kite Bros Railway. Sag mal, ich soll jetzt da runter, wo die ganzen Freaks da rumlaufen, oder was? Ist das euer Ernst? Aber kommt der jetzt hier die Treppe hoch? Das ist nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. Wartet man einfach mal ein Stückchen, ne? Dann kommt er nicht.
Warte mal. Das müssen wir anders lösen. Ach, die macht die Lampe von alleine an. Okay. Gut. Ja, beziehungsweise schlecht. Ich lass den jetzt einfach mal da draußen. Ah, hier liegt ja noch einer. Was ist denn mit dir passiert? Du die Treppe runtergestürzt. Das tut mir aber leid. Probier den mal mit dem Messer wegzumachen. Hallo? Wo sind Sie, werter Herr? Wurde abgetaumelt? Da ist er. Er ist immer noch nicht tot. 100 Pro. Jetzt ist es. Okay, dann geben wir der Tonne da unten einmal ordentlich Feuer. Haben Sie mal Feuer? Gut, das hat jetzt offensichtlich nicht so viel gebracht, wie ich mir das erwünscht habe. Ich mache das Bild aber trotzdem nochmal. Entschuldigung, ich mache es nochmal ein kleines bisschen heller. Das ist, glaube ich, für YouTube ist ein bisschen zu dunkel. Mal so ein bisschen. Hoffe mal, dass das jetzt besser ist. Entschuldige mich. Ja, zumindest in meinem Vorschaubild sieht es jetzt super aus. Ich glaube, mein Monitor hier ist nur falsch eingestellt. Irgendwie ein bisschen zu hell. Vielleicht bin ich aber auch HDR-Bilder gewohnt. Die sind ja standardmäßig immer ein bisschen dunkler. Also, doch, ich wusste es. Ich wusste es. Den wollte ich jetzt... Aua! Den wollte ich ausnahmsweise mal nicht eine Kugel geben. Hätte ich es doch mal lieber gemacht. Over, Sack. Hier ist irgendwo wieder eine Puppe. Glaube ich zumindest. Oh, Inventar ist voll. Moment. Falsche Taste. Dann craften wir mal fix ein bisschen Pulver zusammen. Nein, nicht untersuchen. So. Und nehmen das einfach mal. Hallo? Nehmen das rote Kraut. Jetzt. Glaube ich irgendwo eine Puppe. Ich habe da so ein... Das habe ich gerade gehört. Hochwertiges Schwarzpulver. Schießpulver. Ah. Hatte ich da überhaupt jetzt gerade noch Platz gehabt? Moment. Da. Kombinieren. Das da. Hm. Okay. Hier ist so eine Art General Store oder sowas. Kann das sein? Da aus, ne? Oh, hier liegt einer. Was hat denn der da Schönes? Oh, da Pistolenmunition. Jetzt ist die große Preisfrage. Wo bekommen wir den... Oh, hallo? Kirby. Call me. Wonderful. 918. Ah! Also 9 links. Ich brauche was zum Schreiben. Ich habe nichts zum Schreiben. Gott verdammt. Doch, ich habe was zum Schreiben. Moment. Das muss ich mir mal gerade aufschreiben. 9 links, 1 rechts und 8 links. Hätte ich mir wahrscheinlich auch merken können, aber sicher ist sicher, wa? Okay. Pübi hat die Kombination für den Safe. Aber trotzdem, hier müsste irgendwo noch so eine Puppe sein. Glaube ich zumindest, weil ich habe halt gerade dieses komische lachende Geräusch gehört und deswegen dachte ich, hier wäre noch irgendwo eine. Aber offensichtlich nicht. Na gut. Vielleicht war das auch nur Wunschdenken. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Ja, hast du irgendwie... was Böcke darauf gehabt. Ich habe das gesehen, du wolltest das. Also, der hat ja echt drauf hingearbeitet. Hat sich echt in die Nähe von Fass gewagt. Aber gibt's denn hier irgendwas? Ah, hier. Das ist meine Kiste. Nochmal Schießpulver. Dann können wir nochmal ein bisschen was miteinander kombinieren. Und zwar dieser hier. Mit diesem hier. Also, da habe ich jetzt echt richtig viel Munition gerade. Da brauche ich mir, glaube ich, vor den ganzen Zombie-Massen hier nicht so viele Sorgen zu machen. Im Originalspiel hatte man da schon ein paar mehr Probleme. Nennen wir es mal so. Da hatte man nicht so viel Munition. Du bist auch schon tot, ja? Hoffe ich doch mal. Bleib ja liegen, du Sack. Ich gehe nochmal nach oben zu dem Safe. Und probiere mal gerade die Kombination aus. Wo war der Safe? War hier vorne irgendwo, ne? Da ist er. Okay, was hatten wir? 9 links. 9 links.
Eins rechts. Und acht links. Ah. Perfekt. Was haben wir denn da? Was ist das? Ich denke, hier ist Geld drin. Ein Leuchtpunktvisier für die Knarre. Na super. Perfekt. Das bastel ich mal zusammen. So, kombinieren mit der da. Jawoll. Dann können wir hier mal die Munition kombinieren. Bam. Oder auch nicht. Kombinieren wir die mal mit der Waffe. Geht auch nicht. Okay. Kann ich die nachladen? Geht auch nicht. Na gut, dann nicht. Dann machen wir das so. Zack. Okay, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Tschüss.